Wie könnte die Welt in 100 Jahren aussehen? Diese spannende Frage, die haben wir jetzt mittlerweile an eine ganze Reihe von Leuten gestellt. Und also das sind IT-Fachleute gewesen, Philosophen, Historiker, Ökonomen und natürlich Naturwissenschaftler, Biologen und theoretische Physiker. Und heute kommt mal jemand zu Wort, den würde ich persönlich als das Gegenteil eines theoretischen Physikers bezeichnen. Das ist nämlich jemand, der vollkommen aus der Praxis kommt. Ein Landwirt, der berühmt wurde durch sein Andersdenken. Er hat im Lungau einen Hof übernommen, den Krameterhof, und hat dort unter schwierigen Bedingungen, der Hof liegt so zwischen 1100 und 1500 Metern, stark abschüssiges Gelände, hat dort unter diesen Bedingungen extreme Erfolge erzielt. Diese Methodik, die er dabei entwickelt hat, die ist nach ihm benannt, nennt sich Holzersche Permakultur. Es ist also die Rede von Sepp Holzer. Ein streitbarer Kumpane, ein Zeitgenosse, der auch mit den Behörden schnell mal im Clinch liegt und immer eine klare Meinung hat zu den Dingen. Ich habe selber mal eine Führung bei ihm besucht, vor einigen Jahren schon, aus purer Neugierde, was macht denn der Sepp Holzer jetzt so anders als anderswo. Und da ist mir schon klar geworden, da sind markige Sprüche natürlich auch gefallen. Also eine Sache werde ich nie vergessen, da war die Rede davon, der schlimmste Schädling im Wald ist der Förster. Und da ist mir natürlich schon klar geworden, da muss es natürlich zu Ärger kommen und zu Rechtsstreitigkeiten bei solchen Aussagen, pauschalen Aussagen auch letztendlich. Aber er ist ein Agrarrebell. So nennt er sich auch selber. Und wenn es jetzt darum geht, wie kann man Zukunft gestalten in der Landwirtschaft, dann denke ich, ist es mal sehr spannend, ihm zuzuhören. Und auch mal von einer völlig anderen Seite her dieses Thema zu beleuchten. Weil wir hier, fast alle Beiträge, die werden hier von Professoren erstellt, wir sind verkopfte Menschen im Endeffekt. Wir sind, dieses furchtbare Wort, die Intellektuelle. Und deshalb finde ich es eben auch so spannend, mal jemanden zu hören, der von einer völlig anderen Seite kommt, ein Bauchmensch, der aber auch witzigerweise selber sagt, dass er Versuch und Irrtum betreibt in der Welt und dabei genau auf die Natur schaut. Das sind natürlich Parallelen zu dem, was wir treiben als Naturwissenschaftler. Aber bevor ich jetzt schon wieder typisch Theoretiker hier ewig theoretisiere, wie das jetzt wird, schlage ich vor, wir lassen ihn jetzt einfach mal zu Wort kommen, den Sepp Holzer. Und ich freue mich darauf. Viel Vergnügen. Herr Holzer, Sie sind im deutschsprachigen Raum als Agrarrebell bekannt geworden, weil Sie sich gegen zahlreiche Sachzwänge stemmen, die die heutige Landwirtschaft regieren. Wenn Sie sich jetzt gedanklich in die Welt in 100 Jahren versetzen, in eine Art der Landwirtschaft, die Ihren Vorstellungen entspricht, was müsste sich denn da primär ändern? Ja, da könnte man ganz viel dazu sagen. Also aus meiner Sicht ist das Wichtigste, dass Kinder mit der Natur aufwachsen können. Das ist einmal das Erste. Dass Kinder lernen, wie Natur funktioniert. Kinder brauchen Erfolgserlebnisse. Kinder sollen spielen können in der Natur, sollen sich vielleicht sein Spielzeug auch selber basteln können. Wenn sie mit der Natur verbunden sind, hört das Lernen ein Leben lang nicht auf. Später lernen sie dann das Lesen, richtig das Lesen in der Natur. Und das ist das Wichtigste, dass man sieht, wie Natur funktioniert, dass man weiß, wie man mit dem Wasser umgeht, wie man eventuell einen Teich bauen kann, wie man Fische halten kann oder Wassergeflügel, wie man einen Garten anlegt, wie man Bäume pflanzt und so weiter. Dass man lernt, weit vorzudenken. Nicht ein paar Jahre, nicht 100 Jahre, na 1000 Jahre soll man vordenken, aber auch zurückdenken. Wie war es
vor 1000 Jahren, wie wird es in 1000 Jahren sein? Und dann denkst mal nach, was kann ich dazu beitragen, dass sich das wieder regeneriert, dass das wieder ins Lot kommt, was heute so unwucht ist. Mhm. Wenn ich den Baum pflanze als Beispiel jetzt und denke an die Urenkel, weil der Baum wird ja hunderte Jahre alt, dann habe ja ich schon eine Freude, weil ich den Baum pflanze und sehe, wie er gedeiht. Diese Freude kommt mir zugute. Die Kinder haben dann schon mehr, weil der Baum ja größer ist und vielleicht Früchte trägt. Der Baum vermehrt sich und dann können Tiere alles davon erleben. Und dann bildet sich eine richtige Naturlandschaft. Und so weiter, so kann die Zeit und die Natur für mich arbeiten, wenn ich das zulasse, wenn ich das begreife, wenn ich mit der Natur kommuniziere, wenn ich sie nicht bekämpfe und mir einbilde, ich bin gescheiter, ich habe vielleicht studiert und ich muss das besser machen, spezialisieren, modernisieren. Das ist glatter Selbstbetrug. Lernen in der Natur zu lesen und in Kooperation mit der Natur zu arbeiten, ist eigentlich das natürlichste, der einzige richtige Weg. So hast du Freude und so hast du Energie, so hast du deine Gesundheit und Zukunftsperspektiven. Hm. Das ist das Paradies wiederherstellen, was unsere Vorfahren zerstört haben. Was sind denn, was die Zukunft anbelangt, Ihre größten Befürchtungen? Ist es die immer schlechter werdende Bodenqualität? Ist das das Problem mit dem Wasser? Ja, es ist erst einmal das Wasser. Man hat verlernt, mit dem Wasser zu haushalten. Man kanalisiert, man betoniert, man isoliert, man drainagiert. Wasser leitet man ab, so schnell es geht. Das ist die größte Dummheit. Die Dummheit, dass man immer an der tiefsten Stelle die Straße baut und die Bahn und die Häuser nebenan und dann jammert man, dass alles überflutet ist und dass bei Starkniederschlägen große Schäden sind. Das sind doch, ist ja Dummheit, das sind von Menschen verursachte Katastrophen. Dass die tiefsten Zonen gehören dem Wasser. Und wenn ich die tiefsten Zonen zumache, statt ableite, statt kanalisieren, dann bilden sich Seen. Und wenn ich an den Ufern dann Straßen baue, dann bin ich außen Gefahrenbereich, habe einen wunderbaren Blick aufs Wasser und das Wasser ist weit produktiver, wenn man es richtig bewirtschaftet, wie der beste Ackerboden. Da brauche ich keine so teuren Maschinen und kann so viel produzieren an Pflanzen, an Tieren, an biologische Geflügelhaltung und Fisch und Krebs und. Das kann ich überall machen. So kann ich dezentral dafür sorgen, dass ich eben, dass sich der Wasserhaushalt wieder in Ordnung bringt, dass der Wasserspeicher Erde, die Berge, dass sie dezentral versorgt werden. So fließen die Quellen überall. So habe ich ja dann gesundes Wasser. Also Wasser, was Information hat, Wasser, was Regenwasser zu Trinkwasser wird, weil es sich durch den Erdkörper mineralisiert und regeneriert, dann habe ich überall genug Trinkwasser. Das ist das Allerwichtigste. Mhm. Dann habe ich aber auch Vegetation überall, weil die Bäume und die Tiere, das Bodenleben ja auch die Feuchtigkeit und das Wasser braucht. Mhm. Das ist eigentlich so logisch. Mhm. Warum macht man das nicht? Ja, warum macht man das nicht? Weil man die Verdummung nicht wahrnimmt, weil man durch die schlechte Ernährung, weil man durch die falsche Ausbildung verblödet, ohne dass man sie selber merkt, weil man das Lesen in der Natur verlernt hat, das Verantworten gegenüber, das Kommunizieren miteinander, das ehrlich sagen, was dir denkst und nicht Heuchelei und Schmeichelei. Das ist der falsche Weg. Ist das für Sie auch eine Befürchtung, dass es mit dem Bauernsterben zum Beispiel weitergeht? Das ist unausweichlich, weil die Abhängigkeit immer größer wird. Also der Bauer wird belastet mit allen möglichen Dingen, mit diesen Mehrfachanträgen, wie es in der EU ist.
wo er sich selber, wo er gar nicht mehr zurechtfindet. Ihm wird vorgeschrieben, wie er sein Grund und Boden bewirtschaften soll. Die Preise verfallen, weil er schon ein Jahr vorher genau angeben muss, was er dieses Jahr macht, was er produziert. Und dann machen die Genossenschaften den Preis und da bleibt für den Bauer nichts mehr übrig. Das weiß man ja. Die Höfe sind verschuldet, die verfallen, man sieht es rundherum, das Bauernsterben nimmt solche Ausmaße an, das ist erschreckend. Da geht altes Kulturgut verloren. Das ist unwiederbringlich. Die Produktion, die Vielfalt in der Landwirtschaft, wo es möglich wäre zu produzieren, das Saatgut zu vermehren, will man den Bauern verbieten und den Genossenschaften bzw. Konzernen vorbehalten. Das Verarbeiten und Veredeln der Produkte will man ihm verbieten oder erschweren. Das will man nur den großen Genossenschaften wieder zuleiten. So geht altes Kulturgut unwiederbringlich verloren. Das Verarbeiten, Veredeln der Produkte, aber auch das Vermarkten, das ab Hof verkaufen. Das ist ja unerträglich, was da heute passiert, Land auf, Land ab. Und die Produkte, wenn man das kauft, alles schmeckt gleich, alles ist gleich, weil es alles über die Genossenschaft gemacht wird, überall die gleichen Gewürze, keiner weiß mehr, was da drinnen ist. Und früher ist man hingekommen, bei jedem Bauern gab es ein anderes Brot, gab es eine andere Wurst, gab es einen anderen Speck. Egal, was die gemacht haben, die haben alles selber gemacht. Marmelade und Schnäpse und Wein und Säfte. Das sollte man in den Schulen lernen. Das wäre Ausbildung. Zu jeder Schule gehört ein Bauernhof, zu jeder Universität ein Gutshof. Nicht 50-50, Praxis und Theorie, das wären dann vollwertige Menschen, die was wissen, wie sie auf der ganzen Welt, egal wo sie hinkommen, zurechtkommen. Biologische Landwirtschaft, das ist nicht mehr nur in Österreich ein Zukunftsmodell, sondern es gibt viele Länder, die jetzt auf Bio mehr und mehr setzen. Wie stehen Sie denn diesen Entwicklungen, die unter dem Begriff der Nachhaltigkeit verkauft werden, gegenüber? Man liest jetzt überall und sieht es, ob in Amerika, in Russland, bei uns, egal wo, das sind alles Organikprodukte, das ist Bioökonomie, wo es immer, man hängt denen nur ein grünes Mäntelchen sozusagen um, in Wirklichkeit steckt ganz was anderes dahinter. Biologische Landbewirtschaftung ist wichtig und richtig, aber man muss auch den Bauern die Möglichkeit geben, dass er das auch so machen kann. Man darf ihm dann nicht Theoretiker vorschreiben, wie er es machen soll. So kann es ja nicht funktionieren. Welchen Namen das überhaupt hat, das ist völlig wurscht. Sondern ein natürliches Wirtschaften, dass der Bauer von seinem Hof leben kann. Ohne sogenannte Ausgleichszahlungen oder Förderungen. Das sind keine Förderungen, wo es dort bezahlt werden. Sondern das sind nur teilweise Schadensabgeltungen einer verfehlten Agrar- und Landwirtschaftspolitik. Aber der Bauer ist gezwungen, das anzunehmen, weil er die Vorschriften hat, was er produzieren muss und was er nicht darf. Mhm. Kein Saatgut von alten Sorten selber vermehren und. Mhm. Das sind ja Schikanen, nicht verarbeiten oder mit solchen Auflagen, dass er es nicht mehr finanzieren kann. Mhm. Und das sind die Probleme. Ein Begriff, den man heute immer öfter hört, ist Anthropozän. Man spricht von einem Zeitalter, in dem der Mensch diese Erde formt und gestaltet, nachhaltig beeinflusst. Glauben Sie an eine Zukunft, in der der Mensch die Erde, die Natur gestaltet, ohne dass er einen Naturbezug hat? Ja, das ist das Satanswerk. Also wenn man sich auf sowas einlässt oder glaubt, dass das richtig ist, dann hat man wirklich mit dem Satan zu tun. Das zerstört sein eigenes Leben, das zerstört die Natur, das schädigt unsere ganze Mitwelt, das ist verantwortungslos, das ist ein Verbrechen, anders kann man das nicht bezeichnen. Man sollte Respekt und Hochachtung haben von der Schöpfung und von der Natur, die funktioniert seit Jahrmillionen. Die kann man nicht verbessern. Das ist alles Ausnutzen, Übernutzen. Das ist ein Verbrechen. Alles, was gegen die Natur ist, wo ich glaube, dass ich der Gescheitere bin, das ist Selbstbetrug. Die werden draufkommen, das ist Gier von den Menschen. Und das ist, man kann nicht anders sagen, als wie das Satanswerk.
Glauben Sie, dass es eine Möglichkeit gibt, bald nahezu 10 Milliarden Menschen auf einer ganz natürlichen Basis zu ernähren? Also da werde ich Ihnen ein Beispiel sagen. Am Krammeterhof hat die Universität in Wien für Bodenkultur und der Professor, Universitätsprofessor Lötsch und noch einige andere Professoren ein Universitätsseminar abgehalten. Ich dachte mir damals, ein Universitätsseminar am Krammeterhof, ich habe nicht studiert und was wollen die da? Nicht? Die wissen ja ohnehin alles, ich kann ihm da eigentlich nichts vermitteln. Und da hat der Professor Lötsch gesagt, ich hätte eine falsche Vorstellung von der Universität. Ach, eine falsche Vorstellung, wieso? Was wir wissen, hat er wörtlich gesagt, ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ein ganzer Ozean. Was Sie hier machen, das ist praktische Wissenschaft. Und hat mich ersucht, ich möchte das weitervermitteln, mehreren Menschen zugänglich machen. Ja, so wenn das so ein international angesehener, bekannter Biologe und Universitätsprofessor sagt, dann wird da schon was Wahres dran sein. Am Schluss, nach diesem Seminar, was Sie da abgehalten haben bei uns, hat er dann gesagt, wenn alle so wirtschaften würden, dann könnte man die Welt dreimal ernähren. Denn da ist alles lebbar, essbar, der steilste Hang. Von dem kann man leben, so viel kann man da produzieren. Das ist ja unglaublich, was da für Leben am Berg ist. Da kann man die Welt dreimal ernähren. Mhm. Dann hat er zu Journalisten gesagt, gebt mir 1000 Holzer, dann bringe ich die ganze Welt wieder in Ordnung. Ich habe das gehört und habe mir gedacht, wenn das wirklich so ist, dann musst du mehr machen noch. Dann musst du wirklich hinausgehen in die Welt und musst da das vermitteln und musst das versuchen zu unterrichten in Vorträgen, in Seminaren und so weiter. Und das mache ich seitdem ganz intensiv, international. Und ich sehe, mit welcher Begeisterung das aufgenommen wird. Aber wird eine in den Naturkreislauf eingebundene Landwirtschaft überhaupt eine Zukunft haben, wenn einen Kilometer daneben alle möglichen gentechnisch veränderten Pflanzen wachsen? Also gentechnisch veränderte Pflanzen ist ein Verbrechen gegen die Natur und die Menschheit. Das ist ein Verbrechen. Wenn man das sieht, ich habe das in Argentinien gesehen, ich habe das in Brasilien gesehen, wenn man das sieht, wie die Menschen darunter leiden und wie die Tiere verkrüppeln durch diesen Einsatz von Gentechnologie und verstärkten Herbizideinsatz, wenn man da Frösche sieht mit ein Bein oder mit fünf oder zwei Köpfen oder und verschiedene Tiere einfach verkrüppeln und kaputt gehen, ja, wenn das Bodenleben kaputt geht und die Tiere kaputt gehen, die Pflanzen darunter leiden, das ist nur eine Frage, dass der Mensch auch darunter leidet. Nur der glaubt halt immer neues an anderen Ursachen. Und wenn man weiß, dass das keine Lebensmittel mehr sind, sondern nur mehr chemieverseuchte, bauchfüllende Nahrungsmittel, wo es nur eine Frage der Zeit ist, dass das schwächste Organ des Körpers reagiert. Das ist doch so logisch. Frag die Natur. Frag den Baum, frag die Kuh, frag den Regenwurm. Versetz dich hinein in dein Gegenüber und versuch festzustellen, ob du die Geschicke richtig lenkst. Ob du dich an dessen Stelle wohlfühlen würdest. Wenn nicht, dann hast du es zu ändern. Du hast das Hirn bekommen zum Denken und zum Lenken und nicht zum Bekämpfen. Bekämpfen ist des Satans Werk. Und wenn man sieht, wie das alles, wie einfach das alles ist und wie alles funktioniert und mit welcher Freude und mit welcher Begeisterung die Menschen das aufnehmen, dann soll man das doch allen ermöglichen. Da brauche ich ihm doch nicht was vorgaukeln, dass es anders besser geht, dass ich da mehr Erfolg habe. Das ist für kurzzeitig an Masse, ja, aber dann kommt der Kollaps, dann bricht alles zusammen. Bodenleben kaputt, kein Ertrag mehr, brennt ab, wenn es vertrocknet oder überflutet, weil dann keine Speicherwirkung des Bodens mehr vorhanden ist und das Wasser alles abgeleitet wird und die darunterliegenden haben dann den Schaden. Das ist das doch der Hausverstand. Ja. Es gibt ja auch andere, die was sagen, das ist nicht mehr vertretbar, das können wir nicht so weitermachen. Die muss man unterstützen.
Nicht diese Lemminge, die Nachläufer, die Satans, sondern die, die respektvoll mit der Natur und mit der Schöpfung umgehen. Die muss man unterstützen. Und den anderen muss man mal den Spiegel vorhalten und sagen, dass man weiß, welche Verbrecher sie sind. Sie haben jetzt den Begriff Satan genannt. Was bezeichnen Sie denn als satanisch? Satanisch ist für mich, wenn ich in meiner Gier was mache, was ich eigentlich nicht verantworten kann. Wo ich Tiere übernutze, wo ich Tiere nicht artgerecht halte, wo ich Menschen belüge, betrüge, wo ich gegen die Natur arbeite, nur um des Geldes, um Willen, alles in Kauf nehmen, was ich selber nicht haben will. Sie bringen zum Ausdruck, dass der fehlende Naturbezug ein Grundübel in unserer Gesellschaft ist. Jetzt gibt es aber viele Erdenbürger ohne Erde. Was macht jemand, der in der Stadt wohnt, der keinen eigenen Garten, keine Landwirtschaft hat? Was kann der tun? Sehen Sie da auch Möglichkeiten, in irgendeiner Form den Bezug zur Natur zu finden? Na, selbstverständlich. Es hat eine Landflucht gegeben, zum Teil gibt es noch, aber es gibt auch schon wieder eine Stadtflucht zurück aufs Land. Schon allein hier haben jetzt vier Städter sich angesiedelt und Bauernhöfe gekauft, da gleich in der angrenzenden Steiermark, hier in Burgenland. Die nächsten kommen schon wieder, also morgen kommen die nächsten wieder aus Amerika, die was hier was kaufen wollen. Wenn sie sehen, was sie machen können, dass sie in der Lage sind, das so zu gestalten, dass sie ein Modellprojekt einmal sehen, was ich mache, und sind ja, das könnte ich auch machen. Also dann kriegen sie eine andere Einstellung wieder zur Landwirtschaft, zur Natur und möchten es unbedingt versuchen. Und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich muss nach Möglichkeiten suchen, wie was geht, wie ich aus den Schlamassel herauskomme und nicht immer die Ausreden gebrauchen, warum es nicht geht, sondern genau das Gegenteil. Ich darf das Negative nicht zulassen, das weise ich ab und dem Positiven gebe ich Raum. Mhm. Also es ist doch so logisch. Mhm. Nicht? Und dieses natürliche Denken, wenn das einmal Platz greift, dann kommt alles andere. Die Natur hilft dir, die zeigt dir das jeden Tag. Lies im Buch Natur, da steht kein einziger Fehler drin. Und da kannst du nur Erfolg haben. Und wenn du einen Fehler machst, dass du das nicht richtig machst, durch Fehler lernst du. Dann machst du nicht mehr zweites Mal nicht mehr und dann hast du Erfolg. Mhm. Überbevölkerung, Klimawandel, Ressourcenverschwendung. Es gibt Zukunftsforscher, die das 21. Jahrhundert als ganz entscheidend für die Zukunft der Menschheit betrachten. Es muss jetzt ein Umschwung gelingen. Schließen Sie sich dieser Meinung an? Ich sehe das so, es sind immer mehr und es wird sich multiplizieren, das Positive, das Natürliche. Denn es kann ja nicht so sein, dass man so lange nachläuft, bis man selber kaputt ist, wirtschaftlich oder gesundheitlich, das nimmt Ausmaße an, die was absolut nicht mehr vertretbar, erträglich sind. Und ich denke, dass die Menschheit da schon nachdenkt und dass es in die Richtung geht, in die natürliche. Nur muss man wissen, wie funktioniert Natur. Ich muss selber in der Lage sein, das umzusetzen. Dann wird sich was ändern. Wenn ich aber nicht in der Lage bin, wie sollte ich das dann machen? Dann komme ich aufs Glatteis. Ich weiß nicht, wie. Wenn ich es lerne, wie, und dass ich den Erfolg habe, dann wird sich das multiplizieren. Also Modellprojekte ist das Wichtigste in allen Bereichen, dass man sieht, es geht anders. Da habe ich Lebensfreude, da habe ich positive Energie, da habe ich Perspektiven, Zukunft. Und die Kinder, wenn sie das sehen, die sind sofort mit voller Begeisterung dabei. Ich habe ja auch erlebt bei meinen Behindertenprojekten, zum Beispiel Bad Aussee, mit welcher Begeisterung die dort arbeiten. Die Behinderte, wo sie sich Therapeuten einsparen, wo die mit dem Rollstuhl in den Teich fahren können, baden gehen im Sommer, wo sie seine Tiere haben, seine Bienen haben, wo sie selber ernten und selber verpacken und Geschäfte machen und Produkte verkaufen. Ist ja wunderschön, wenn man das sieht, wie das funktionieren kann. Nicht bevormunden, sondern ihnen die Möglichkeit bieten, was zu tun. Niemand weiß, ob nicht er heute oder morgen benachteiligt ist. Und da, wenn man das so denkt,
dass man sich auch da hineinversetzt in sein Gegenüber, dann findest du einen Weg aus dem heraus, dass es auch als Benachteiligter lebenswert und lebenswürdig ist. Abgesehen von Naturentfremdung und Fehlentwicklungen gibt es heute aber doch auch gegenläufige Tendenzen, einen Geist der Zusammenarbeit mit Natur, aber auch der Zusammenarbeit von Menschen. Glauben Sie, dass diese Tendenz, die man zum Beispiel in Reparaturgemeinschaften findet oder in Fahrgemeinschaften, gesellschaftlich relevant wird? Glauben Sie, dass sich dieser Geist der Zusammenarbeit wieder durchsetzen wird? Jawohl, ich glaube an das natürliche Denken, dass das wieder Platz greift, dass man den Satan in die Schranken verweist. Der Mensch sieht, dass es so nicht weitergehen kann, denn es führt unweigerlich zum Kollaps. Das wird ein Umdenken geben müssen. Und jeder, der was in der Richtung denkt und lebt, gewinnt an Lebensfreude, an Gesundheit, an Erfahrung und macht es dann aus Überzeugung, aus Begeisterung. Es geht nur ein bisschen langsam, weil die Macht von außen, die Politik und die ganzen Genossenschaftswesen dagegen ist. Die wollen ja abhängige, süchtige, die was man ausnützen, übernutzen kann. Das ist jetzt ein Auf und Ab. Dort funktioniert schon besser, in manchen Gebieten noch gar nicht. Aber das Positive, die Natur, wird denjenigen helfen, die in Kooperation mit ihr arbeiten. Darauf vertraue ich und das bin ich auch ganz sicher, dass das in die Richtung gehen wird. Also ein besseres Einfühlen, eine bessere Kooperation mit der Natur, aber es müsste doch auch innerhalb der Gesellschaft unter Menschen eine Kooperation. Welche Form? Da gibt es Möglichkeiten der Direktvermarktung, Möglichkeiten der Selbsternte, Kooperationen in Siedlungen, in Gemeinschaften. Ich habe in Russland die Anastasia-Bewegung, wo ich ja dort berate und wo ich viele Projekte habe, wo Städte aufs Land ziehen und wieder sein Familienlandsitz gründen und mit Mordsfreude, wo sie keine Ahnung haben. In Russland war ja 100 Jahre das kreative Denken verboten. Nicht? Und jetzt, wo sie die Möglichkeit haben, wieder selber Grund zu bewirtschaften, sehe ich, mit welcher Begeisterung die das machen und auch welche Erfolge, dass sie dabei haben. Bei uns, wir stehen vor einem Zusammenbruch, wenn wir so weitermachen. In Russland, die haben schon hinter sich, die ganze Kolchoswirtschaft ist zusammengebrochen. Jetzt müssen sie von vorne wieder anfangen. Aber wir mit unserer Bewirtschaftung stehen noch vor diesem Zusammenbruch. Wenn es so weitergeht, wird der mit Sicherheit kommen. Da ist besser bald, damit es in die andere Richtung dann gehen kann. Die Erde, auf der wir leben, in 100 Jahren, wird es eine bessere Welt sein für uns, eine schönere Welt? Sind Sie optimistisch? Ich glaube, dass das sich in den nächsten 15, 20 Jahren abspielen wird und sich zum Positiven wenden wird. Denn es kann nicht so weitergehen. Das ist einfach so nicht vertretbar und nicht lebbar. Weiterhin viel Erfolg hier auf dem Holzerhof. Viel Erfolg für Ihre Projekte und herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute. Bitte.